Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Glänzendes für die Feiertage. Wir machen heute einen glitzernden Bratapfellikör. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Letztes Jahr zu Weihnachten kam meine Redakteurin Hanna hier zu mir mit einer Flasche gefüllt mit einer goldenen Flüssigkeit, die wirklich geglitzert hat. Und die sah nicht nur schön aus, sondern sie hat auch großartig geschmeckt, denn es ist eben jener Bratapfellikör, den ich heute hier für euch koche. Es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet, damit sie das Rezept freigibt, aber ich habe es geschafft für euch, damit ihr auch so schöne Geschenke machen könnt. In unseren Mixtopf kommen 700 Milliliter klarer Apfelsaft, 50 Gramm braunen Zucker, ihr könnt auch Grümmelkandis nehmen oder auch Kandis normalen, das ist Hauptsache, das wird süß, 200 Gramm Weißwein, dann habe ich hier eine Vanilleschote, deren Mark habe ich ausgekratzt, 2 Zimtstangen, die kommen komplett hier rein und 2 Sternanis. Den Rest von der Vanilleschote schmeiße ich hier auch mit rein, weil die gibt ja auch immer noch mal jede Menge Aroma ab und das wird ja auch gleich alles dann rausgefiltert. Das Ganze wird jetzt gekocht. 13 Minuten auf 100 Grad im Linkslauf Stufe 1 und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, es riecht schon fast ein bisschen wie auf dem Weihnachtsmarkt. Aber jetzt haben wir ja immer noch keinen Likör. Jetzt haben wir eher Bratapfelglühwein. Deswegen kommt jetzt noch Vanillelikör hinzu. Da könnt ihr zum Beispiel diesen spanischen nehmen. 43 heißt der. Und Mandellikör kommt auch hinzu. Das Amaretto, das sind 100 Milliliter. Von dem Vanillelikör weiß ich gar nicht, habe ich es gesagt, 200 Milliliter. Das Ganze rühren wir jetzt nochmal unter und zwar 20 Sekunden auf Stufe 1, ebenfalls natürlich im Linkslauf. Temperatur brauchen wir keine anzugeben und dann ist es eigentlich auch schon fertig. So, ihr seht schon, ich habe hier einen Messbecher aufgestellt und das hier ist unser allseits bewährtes feines Sieb. Wir haben leider nichts anderes als dieses Puderzuckersieb hier, aber das hat sich bisher immer gut bewährt. Das gießen wir jetzt einfach ab, damit ihr den Sternanis und auch die Zimtstangen entsprechend aus dem Likör heraushaltet. Und das passt gerade ganz genau so rein. Hier ist jetzt das Vanille. Und Zimt, Anis, den ganzen Krempel, das lassen wir jetzt einfach mal hier im Kessel. Bevor wir das jetzt in Flaschen abfüllen, habe ich hier noch Goldpulver. Ja, das macht das Ganze glitzernd und strahlend. Und das sind, glaube ich, noch so etwa 2 Teelöffel. Das ist das, was bei Hanna letztes Jahr an Weihnachten übrig geblieben ist. Und das ist wirklich toll, denn ich mache mal alles hier rein. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, so sieht das dann nachher in der Flasche aus. Man kann noch ein bisschen mehr von dem Ganzen reinmachen. Ich gieße jetzt mal in ein Glas. Ich finde, das sieht in dem Messbecher hier echt bescheiden aus. Leute, ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann in der Kamera, wie ich das hier erkenne. Ich komme einfach mal um die Küche rum. Ja, guck mal, sieht das nicht cool aus mit dem Goldglitzer da drin? Ich finde es einfach großartig. Okay, man muss eventuell den Leuten sagen, dass es kein Badezusatz ist, weil man das einfach als Getränk nicht kennt. Ich spreche aus Erfahrung. Man hat uns das vorher gesagt. Das ist kein Badezusatz, das kann man trinken und es schmeckt auch noch wirklich gut. Es ist natürlich so, das ist jetzt noch warm. Ihr könnt da auch Sahne drauf machen, das Ganze mit Zimt noch ein bisschen bestreuen und als Punsch trinken. Also es ist wirklich total lecker, lauwarm. Jetzt ist er fast noch heiß, aber dann haut er auch schön rein. Ich fühle mich fast wie auf dem Weihnachtsmarkt, aber auch nur fast, weil draußen sind es 33 Grad und ich mache Bratapfellikör. Alles für euch, alles für den Wunderkessel. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn auf jeden Fall und wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch der Drink gefällt,
stoße ich mit euch gerne an und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und Cheers.